und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Was zuletzt geschah? Wir haben mit Evergrey gesprochen, der selbst einige Zeit in Pandoria war. Und dieser zeigt uns das Tal der 5 Pferde, momentan wohl eher das Tal der 4 Pferde. Er machte einige Vorschläge, wie man denn ein neues Portal öffnen konnte. Einziges Problem dabei, wir bräuchten Concord und auch Concord war verschwunden. So entstand zwischen den Soulridern und dem Druiden ein kleiner Streit und alles ging auseinander. Huch. Nein, nein, nein. Oh. Heute ist nicht mein Tag. Oh. Echt jetzt? War ich halt darunter. Also bist du gekommen. Ich hatte mich schon gefragt, ob du Evergrey uns vorziehst. Es ist ja nicht so, als wäre Anne deine Freundin. Da kommen die anderen. Was ist passiert? Was hat Evergrey gesagt? Nutzloses Zeug über Portalsteine und Heuhäufen. Aber nichts davon spielt eine Rolle, denn sein Plan funktioniert nicht ohne Concord. Und Evergrey ist krank, sterbenskrank. Nun habe ich gesehen, was Pandoria einen Menschen antun kann. Und sie erwarten von uns, unsere Freundin einfach im Stich zu lassen, damit sie sich in einem Schatten ihrer selbst verwandelt und stattdessen auf die sinnlose Suche nach Concord gehen? Auf keinen Fall. Ich sage, wir stürmen die Bohrinsel von Darkor und verlangen, dass sie sie befreien. Die müssen doch einen Weg nach Pandoria kennen, oder? Es war ein Wunder, dass wir das letzte Mal von ihrer Basis entkommen konnten. Und da ging es nur um eine schnelle Rettungsaktion. Selbst wenn wir die Plattform erreichen, wissen wir nicht, welche Art von Magie sie verwenden, um nach Pandoria zu gelangen. Ganz zu schweigen davon, wie wir sie kontrollieren können. Lieber gehe ich mit wehenden Fahnen unter, als eine Freundin im Stich zu lassen. Moment mal, Lisa. Jenny, es sieht aus, als würdest du etwas sagen wollen. Was hat Avalon gesagt? Na los, Jenny, erzähl's uns. Du erzählst den anderen, wie du dich fühlst. Jenny hat recht, Concord ist ebenso ein Teil dieser Angelegenheit wie wir. Es stimmt schon, als ich aus Pandoria zurückgekehrt bin, war es meine Verbindung zu Starschein, die mir die Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Aber wo sollen wir anfangen? Es ist ja nicht so, als hätten wir die Bewahrer Aidens nicht auch nach Concord gesucht. Was können wir schon tun, dass sie nicht können? Darkor wüsste es, aber warum sollten sie es uns erzählen? Ich habe da vielleicht eine Idee. Ich habe im Pandoria-Kodex etwas darüber gelesen, wie man jemanden zwingt, die Wahrheit zu sagen. Schien zu dem Zeitpunkt nicht wichtig, aber mit etwas Nachforschung finden wir vielleicht eine Möglichkeit, das uns zu unserem Vorteil zu nutzen. Tolle Idee, Linda. Wir teilen uns auf. Lisa, du und ich gehen zurück zu Flip und suchen nach einer Möglichkeit, Concord zu finden. Jenny, könntest du mit Evergrey daran arbeiten, einen neuen Portalstein zu finden? Du nickst. Jenny, auf ein Wort. Du hattest recht, Jenny. Wieder einmal. Ich möchte mich wegen vorhin entschuldigen. Auch wenn du Anne noch nie begegnet bist, hast du dein Leben riskiert, um zu versuchen, sie zu retten. Wie du es bei mir getan hast. Tut mir leid, dass ich je an dir gezweifelt habe. Du zuckst mit den Schultern, um anzuzeigen, dass es okay ist. Sag Avalon, dass es mir leid tut, die Beherrschung verloren zu haben. Er ist ganz okay und sein Bruder scheint doch ziemlich cool zu sein. Wir sollten gehen. Je eher wir Concord finden, desto früher können wir Anne retten. Viel Glück, Jenny. Uh-oh.
Sie hat also vom Tor erfahren. Na und? Ist ja nicht so, als könnten sie es aktivieren. Sie hätte das Tor niemals finden sollen. Wir hätten das Ganze zu Ende bringen müssen. Lasst sie doch nach Pandoria gehen, dann halten wir sie dort auf. So wie Darko sie aufgehalten hat? Diese Vermessenheit hat uns in der Vergangenheit viel gekostet. Noch einmal begehen wir diesen Fehler nicht. Die Sorrider dürfen sich nicht wieder vereinen. Triff dich mit Avalon und Evergreen, der Fall der vier Pferde. Und wieder zurück. Du hast die Dinge also mit deiner Kameradin geklärt? Sehr schön. Und genau zur rechten Zeit. Ich habe meine Berechnung abgeschlossen. Meine Berechnung zufolge bildet sich hier in der Nähe ein Riss, der uns ganz in der Nähe von Annes Gefängnis führen wird. Wo genau? Der genaue Standort existiert im Augenblick in einem Möglichkeitsspektrum. Sehr komplizierte Quantenmechanik. Ich kann dir die Formeln zeigen, wenn du willst. Nicht? Na gut, dann musst du mir einfach vertrauen. Um den genauen Standort vorherzusagen, brauche ich neue Daten. Das geht vielleicht schneller, wenn du mir hilfst. Reiten wir zuerst in das Gebiet, wo der Riss vermutlich erscheinen wird. Das ist nicht weit weg, nur beim Sumpf westlich von hier. Okay. Meditiert er da gerade auf dem Pferd? Läuft. Kein Ding. Ja, ich liebe diesen Stein. Ah, riechst du diese frische Sumpfluft? Erinnert mich an mein Zuhause im Exil im Norden. In diesem Sumpf gibt es allerdings viel weniger Hexen, oder? Das hier ist der himmlische Wegfinder, deine Art Kompass für interdimensionale Reisende. Gut möglich, dass es der einzige Wegfinder in dieser Dimension ist. Also behandle ihn so behutsam wie dein eigenes Pferd. Nimm den Wegfinder und reite zu dem Punkt, den ich auf deiner Karte markiert habe. Das Gerät ist so eingestellt, dass es pandorische Energie im Standort in der Nähe von Annes Gefängnis entdeckt. Sobald ich diese Daten mit meinen früheren Analysen verglichen habe, kann ich den genauen Ort des Risses vorhersagen, bevor er sich öffnet. Okay.
Okay. Noch ein. Hast du es geschafft? Dann gib mir bitte den Wegfinder. Gut, sind wir mal. Der quadrilaterale Loki ist hier Aszendent Z. Übertragen, Pandorischen Rüst einbeziehen. Wir haben es geschafft. Na gut, ich habe den schweren Teil erledigt. Du bist nur auf deinem Pferd geritten. Ja, nur. Wir müssen sofort zum Riss reiten. Ich habe den himmlischen Wegfinder so kalibriert, dass er den Weg anzeigt. Mach Platz, ich komme mit drauf. Moment. Du bist doch nicht böse, wenn... wegen dem, was ich vorhin gesagt habe. Okay, ich gebe zu, dein Pferd zu reiten ist wichtige Arbeit. Besonders, wenn sie mit der Sorgfalt durchgeführt wird, die du hinsichtlich der Reitkünste eindeutig beweist. Also darf ich jetzt mitreiten? Super. Das hier ist der Ort. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Jetzt kommt deine Gelegenheit zu glänzen. Bist du bereit? Falls meine Berechnungen zutreffen, und das tun sie immer, müsste dich dieser Riss ganz in die Nähe von Anne führen.
Risse wie diese sind höchst instabil. Er wird nur kurze Zeit geöffnet bleiben, zumindest in dieser Dimension. Aufgrund der Raumzeitverzerrung zwischen unserer Welt und Pandoria hast du ungefähr 5 Minuten auf der anderen Seite, um das zu finden, das wir brauchen. Du suchst nach einer Probe reinem Pandorium. Es ist eine kristalline, rosafarbene Substanz wie der Portalstein, den du vorher benutzt hattest. Denk dran, das ist keine Rettungsaktion. Falls du Anne siehst, versuch sie nicht allein zu retten. Suche das Pandorium und kehre zurück durch das Portal, bevor es sich schließt, sonst bist du auf ewig im Pandoria gefangen. Oh, es geht los. Der Riss öffnet sich in 3, 2, 1. Ja gut, ich muss auf Silver Magic reiten. An dieser Stelle würde ich dann jetzt erstmal die Folge beenden. Und beim nächsten Mal die spannende Aufgabe weitermachen. Und ja, seid gespannt. Bis dahin. Tschüss.